So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial bzw. kleinen Erklärvideo zu Railroad. Heute geht es um das sogenannte Coachyard oder dem Depot, wie er dann im Deutschen heißen wird, wie der denn funktioniert. Zum Ersten, das Depot ist stations- bzw. bahnhofsgebunden. Im Englischen heißt es Coachyard und man kann pro Station nur einen bauen. Sprich, wenn ihr schon einen gebaut habt, der im Bereich von der Station ist, in dem Fall Columbia, da haben wir schon einen, kann ich keinen weiteren bauen. Aber natürlich für andere Bahnhöfe. Und das nur im Umkreis von 6 Teils, glaube ich, sind es, kann ich den platzieren. Also ihr seht, hier kann ich ihn platzieren, da dann nicht mehr, zumindest für den Bahnhof nicht. Wenn ich den platziere, und im Angenommen, ich platziere den jetzt mal hier, dann habe ich hier das kleine Symbol und muss ihn natürlich dann irgendwie mit einer Strecke verbinden. Dazu klicke ich einfach hier drauf und sage dann, wohin er gehen soll. Kann natürlich auch so etwas machen. Jetzt weiß das Spiel, okay, ja, der Bahnhof hat jetzt ein Coachyard bzw. Depot und da kann man jetzt dann Aufträge annehmen, die zum Beispiel von Riverdale nach Anacostia gehen, hier enden und dann sollen die Züge hier reinfahren. Oder sie starten hier und fahren nach Riverdale, aber kommen zuerst hier aus dem Depot raus. So, wir haben hier schon ein funktionstüchtiges Depot. Und wir haben auch hier diesen Commuterzug, der ist von Riverdale, also von hier oben, nach Columbia gefahren und ist jetzt quasi Ende. Der will jetzt ins Depot, steht da unten auch. Hier habe ich auch noch einen sogenannten Station-Sensor, der das automatische Routing macht. Da habe ich hier gesagt, okay, wenn hier ein Zug endet, geh bitte, schick den Zug in das Coachyard, in das Depot rein. Wer wissen will, wie das Station Center funktioniert, gibt es ein eigenes Tutorial dafür. Gut, wenn wir jetzt hier mal auf das Depot raufklicken, dann haben wir hier die Anzeige. Da zeigt er uns einerseits an, welche Züge gerade drin sind, also wie viele Commuter, wie viele Intercity-Züge. Momentan ist ein Intercity-Zug drin und als nächstes kommt der Commuter mit rein. Dann haben wir weiter unten die sogenannte Auto-Dispatch oder die automatische Disposition und das Advance. Das ist ein eigenes Upgrade, das habt ihr vielleicht vom Anfang an nicht mit dabei, außer ihr kauft es gleich, wenn ihr die entsprechenden Erfahrungspunkte habt. Und was das hier heißt, also aktiviert wird es übrigens, wenn es hier so gelb ist, wenn es blau ist, dann ist es nicht aktiviert. Aber das würde heißen, hier mit dem Advance, wo ich hier mit Plus, Minus das einstellen kann, ist die Zeit quasi, wie weit im Vorhinein er den Zug schon auf die Station losschicken soll, wo er dann eigentlich losfahren soll. Sprich, wenn ich jetzt hier 5 Minuten einstelle, machen wir jetzt mal, und angenommen, wir hätten es jetzt 8 Uhr und um 8.05 Uhr ist die Abfahrt, dann würde er es um 8 Uhr schon mal losschicken, dass der Zug hier schon mit drin steht und der bleibt auch so lange stehen, bis er dann auch wirklich abfahren muss. Hier zur Bezeichnung, das 01, das 0 steht quasi, wie viele Commuter drin sind und die 1 dahinter ist quasi Intercity, also repräsentiert das da unten. Die Aufträge entsprechend schauen so aus, zum Beispiel hier, Columbia, Brentwood, Landover, Columbia, das sind dann solche Aufträge, beziehungsweise steht dann auch teilweise drin, kommt aus dem Depot oder endet im Depot, müsst ihr auf sowas achten. Wichtig ist, eigentlich brauchst du für ein Depot immer zwei Aufträge. Und zwar einer, der im Depot endet und einer, der aus dem Depot startet. Sprich, in dem Falle habe ich einen Vertrag, wo ein Zug von Riverdale nach Columbia fährt und dann hier endet. Also der hier, der jetzt gerade da steht. Und einen, der hier wieder rausfährt, Columbia startet und nach Riverdale zurückfährt. Da könnte theoretisch auch irgendwo anders hinfahren. Hauptsache, es starten gleich viele Züge im Depot, wie sie enden. Wir gehen jetzt mal kurz durch. Den Zug lassen wir jetzt hier mal reinfahren. Seht ihr, ist reingefahren und weil ich jetzt aber hier schon 5 Minuten eingestellt habe und in Columbia der nächste Zug jetzt gleich mal abfahren soll, also der hier, der jetzt hier auf die falsche Plattform fährt, der soll nämlich eigentlich auf die Plattform 2, fährt dann schon mal 5 Minuten im Vorhinein raus. Sieht man jetzt auch hier an der Uhrzeit um 11.27 Uhr bis 11.28 Uhr soll er hier eigentlich stehen. Jetzt haben wir es 11.23 Uhr. Tja, jetzt wird sich dann natürlich fragen, okay, wenn die automatisch rausfahren, auf welche Strecken werden die geschickt? Ist da eine Intelligenz dahinter?
Nein, ist es nicht. Er schickt sie einfach los und so wie es gerade gestellt ist, würde der Zug dann rausfahren. Also im Beispiel von hier würde er dann hier nach oben fahren, hätte dann hier eine falsch gestellte Weiche, würde trotzdem drüber fahren und hier reinfahren. Hier, was jetzt so gestellt ist, fahrt er natürlich auf dem Bahnsteig 1. Man könnte das jetzt noch so machen, dass man beispielsweise hier, wir löschen das jetzt mal ganz kurz, ein Signal davor hinstellt. Dann fährt er halt nur bis zum Signal und dann kann ich ihm das selber stellen, wie er fahren soll. Oder man nimmt einen Routing oder Arrival Sensor, je nachdem, wo es gerade besser passt, dass er es dann automatisch stellt, wo der Zug hin muss. Aber das ist natürlich wieder ein eigenes Upgrade und wie das wiederum funktioniert, gibt es auch im eigenen Tutorial. Ich hoffe, ich habe das euch irgendwie sinnvoll erklärt, wie der Coachyard, wie so das Depot funktioniert und wie das zu verwenden ist. Ah, eine Sache, weil ich es noch gerade sehe, es gibt hier diesen ECS-Button. Das heißt, ich kann den Zug quasi als Leerzug losschicken und den dann durch die Karte fahren lassen oder in ein anderes Depot schicken, wie auch immer. Ich weiß zwar noch nicht, wann man das genau braucht, aber die Option gibt's, dass ich den als Leerzug, ohne dass er einen Fahrplan hat, rausschicke. Kleiner Hinweis, wenn ich hier die Steuerungstaste gedrückt halte, dann fährt er quasi rückwärts raus. Also beim Commuter wird man es jetzt nicht so merken, weil er auf beiden Enden einen Triebkopf hat, aber der Intercity beispielsweise oder der Frachtzug hat die Loken auf einer Seite, dann würde er wirklich rückwärts rausfahren. Da gibt es dafür auch eine Strafe, wenn er dann rückwärts auch so weiterfährt. Aber wenn ihr dann sagt, okay, der Intercity soll jetzt hier rückwärts rausfahren, weil er dann so rausfahren soll, dann wäre das eine Option, dass man hier sagt, okay, das soll rückwärts rausfahren. Wir machen das jetzt einfach mal mit dem Intercity. Drücke Steuerung, drückt da drauf und jetzt kommt er rückwärts raus. Und woran sehe ich, dass er rückwärts ist? Nämlich hier, der letzte Block hat diese zwei Striche, das repräsentiert quasi den Lok bzw. Steuerwagen, je nachdem, was man für Zug man hat. Aber er fährt jetzt rückwärts raus und ich könnte ihn jetzt in die richtige Richtung nach Riverdale losschicken, wenn ich den müsste, wollte. Ja, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal mit Railroad.